Kapitel 16. Ein anderes Schicksal. Ich will nicht jemand anderes sein. Ich will nicht jemand sein, dessen Persönlichkeit daran liegt, nicht ich zu sein. Alles, was ich will, ist doch eben genau das. Ich will ich sein und alleine ich. Das Pokémon, das ich immer sein wollte und sollte. Ich dachte, von all den Pokémon würdest du das doch verstehen. Ja, also ich glaube es zumindest. Dir geht es doch auch nicht wirklich anders, nicht? Du willst nichts anderes, als ein normaler Krieger deines Dorfes zu sein, aber du kannst es nicht. Weil du mit einer Bestimmung geboren wurdest. Weil du nicht selber steuern kannst, was dein Leben sein soll. Stattdessen werde ich ohne Warnung aus dem Leben gerissen, welches ich leben möchte, und in eines geworfen, das ich hasse. Und trotzdem gibst du dich einfach hin und folgst den Worten, die von dir verlangt werden. Was soll ich sonst tun? Ich bin in einer Lage von Leben und Tod. Zwar glaube ich nicht an meinen eigenen Erfolg, aber wenn ich nichts tue, dann wird alles enden, was ich kenne. Und alles, was verbleibt, ist ein Tyrann, welcher seinen Willen bekommt. Ich muss zumindest versuchen, es zu verhindern. Kurz dachte Absol nach, bevor er sich erhob. Seine Gestalt schien sich wieder zu verändern. Er kehrte zurück in die Gestalt, welche ihm seinen Namen gab. Und ich werde dabei helfen. Oder es zumindest versuchen. Du kommst mit? Ja. Auch Flamme erhob sich nun wieder. Das wollte ich hören. Also dann lass uns wieder zurückkehren. Wo nun dann soll warten vermutlich schon. Dann erfahren wir wohl gleich eines der größten Geheimnisse dieser Welt, nicht? Der Ort, an welchem sich Lunanas Kern versteckt. Aber es ist ein Geheimnis, welches offenbart werden muss. Ja, also machen wir uns auf. Zu zweit kehrten die Pokémon also zurück ans Ende des Canyons, wo sie bereits erwartet wurden. Ihr seid früher zurück, als ich erwartet hatte. Nun seid ihr bereit aufzubrechen? Ein Stück lang werde ich euch noch begleiten, da der Iceberg in derselben Richtung liegt wie euer Ziel. Also gut, dann los. Wohin geht es denn für uns? Die Antwort übernahm Sol, eindeutig schon von Vulnona aufgeklärt. Mount Thunder, mir sagt das nicht allzu viel, aber dir vermutlich schon, nicht? Absol! Die Betonung auf dem letzten Wort ignorierte der Unlichttyp gekonnt. Er fokussiert auf das, was vorher im Satz kam. Mount Thunder, dort liegt Lunalas Kern. Unter Zapdos Wache. In den Tiefen des Berges, erreichbar nur von einem Tunnel an der Spitze. Lunala wählte dieses Versteck, da es weniger heraussticht, als man denken würde. Wenn man bedenkt, dass Arktos am Eisberg und Lavados am Vulkan ebenfalls wachen. Doch nichts wahrlich bewachen, außer den Ort selber. Das ergibt natürlich Sinn. Aber denkst du, dass Zapdos uns durchlassen wird? Er soll ja eher temperamentvoll sein. Und jetzt weißt du auch, weshalb, wenn du dir seine Aufgabe anschaust. Aber sei dir sicher, mein Junge. Er wird wissen, euch passieren zu lassen. Er weiß, wer du bist und würde sich nicht weigern, meinen Schüler passieren zu lassen. Die Wanderung hatte inzwischen begonnen. Das Ende des Canyons war schon lange hintergelassen. Aber das Gespräch war noch nicht am Ende angekommen. Bin ich das überhaupt noch? Schließlich werde ich ab hier wohl nicht mehr weiter ausgebildet. Und abgeschlossen habe ich die Ausbildung auch nicht. Trotzdem würde ich es nicht als einen Abbruch bezeichnen, sondern als eine Pause. Dein Schicksal liegt woanders und ich bin überzeugt, es ist weit größer als die Existenz eines überdurchschnittlich schlauen Monsters auf einem Eisberg friert. Aber wenn diese Reise irgendwann endet und du anschließend überhaupt noch den Wunsch nach Rückkehr verspürst, dann würde ich mich freuen, dich wiederzusehen und deine Ausbildung beenden zu können. Davon könnte mich höchstens der Tod abhalten. Kurz wirkte Vulnona betrübt, als Gedanken ihre Schritte zu treiben schienen. Sage so etwas nicht. Zwar kenne ich nicht das völligste Ausmaß der Lage,
Doch wenn Omegon selbst versucht, den Fortschritt dieser beiden zu behindern, du wirst mit auf eine Reise gehen, welche leicht ohne Rückkehr enden könnte. Nicht nur für euch, sondern auch für die Pokémon unserer ganzen Welt. Jahrhunderter Welten. Faktisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit wohl groß, dass dies unser letztes Gespräch wird, wir uns hiernach nie wieder sehen werden. Und doch, wozu auf verschwindende Chancen blicken, solange immer noch ein Funken verbleibt? Flamme soll, euch beide kenne ich leider nicht genug, um etwas über euch zu sagen, ohne dass es heuchlerisch wäre. Aber Absol, ich würde dir diese Mission nicht aufbürden, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass es niemand schafft, wenn nicht du. Die Nacht brach langsam an. Doch an Ruhe war nun nicht zu denken. Eher im Gegenteil, gerade für Vulnona, die noch einen weiten Weg vor sich hatte. Noch einmal weiter dadurch, dass sie sich letztlich entschieden hatte, den Umweg zu gehen und die drei Reisenden zum Ziel dieser Welt zu begleiten. Unter anderem, um sicherzugehen, dass es keinen Konflikt mit dem legendären Wächter gäbe, da auch Vulnona sich letztlich anscheinend nicht sicher genug war. Und so fanden sich alle vier schon bald wieder, an der Spitze eines großen Berges, inmitten von Sturmwolken, Blitz und Donner allgegenwärtig um sie herum, doch ohne sich um dies zu sorgen. Zapdos hatte seine Präsenz bereits gezeigt, doch gleichermaßen deutlich gemacht, dass er eine Gruppe, geleitet von der Weisen, nicht davon abhalten würde, den Kern der Welt zu erreichen. Also dann, hier ist es wirklich soweit. Dort unten werdet ihr den Kern dieser Welt finden. Vermutlich mit Lunala sprechen, insofern sie dies denn möchte. Dieser Tunnel ist ein Ort, welchen selbst ich nicht betreten darf. Nicht ohne die dringendsten Gründe. Und einen solchen habe ich heute nicht. Ihr drei aber schon. Ja, dann ist das ja ein Abschied. Ein temporärer. Während Absol offensichtlich versuchte, einer Situation zu entgehen, die ihm unangenehm werden könnte, war die Weise anders gestrickt und ließ zu, dass ihre Emotionen sich zeigten, als Tränen ihre Augen füllten. Ich wusste schon seit 20 Jahren, dass ich dich irgendwann gehen lassen müsste, damit du die Fremde siehst und für die Pokémon kämpfen kannst. Manchmal habe ich daran gezweifelt, ob ich nicht vielleicht zu paranoid war, zu viel hereininterpretiert habe, allein da ich die Prophezeiung hörte, als ich dich gerade erst aufgenommen hatte. Aber heute, hier, bin ich mir sicherer als je zuvor. Du musstest das Leid ertragen, durch das du gingst, da dein Schicksal dich nicht beim Eisberg halten konnte, keine simple Rolle eines Wächters oder Weisen in sich sieht. Also, geh da raus und mach, was du am besten kannst. Den Zweiflern beweisen, dass du es kannst. Ich weiß nicht, ob du wirklich recht hast. Die Prophezeiung hat nie von mir gesprochen. Aber ich werde trotzdem mein Bestes geben. Und wenn es nur ist, da ich sowieso nie die Chance auf ein normales Leben hätte. Bevor du gehst, nur das Schicksal weiß, ob wir uns je wiedersehen. Und sollte es sich entscheiden, dass sich unsere Wege trennen, ob nun Leben gehen oder du einen Ort findest, den du ein wahres Heim nennen kannst. Ich bin stolz auf dich. Du bist ein Pokémon geworden, auf das auch du selber stolz sein kannst. Denn du bist jemand, der jemand anderes nie sein könnte. Nicht ein Absol. Nicht ein Zoroark. Einfach nur du. Und ich hoffe wirklich, so viel du auch darunter gelitten hast, wer du bist, dass du auf dieser Reise wirklich findest, wer du bist. Im Herzen. Dass nur er die Kraft hat, das Schicksal selber zu bewegen. Absol selber blickte zu Boden. Weg von seiner Lehrerin, verweigernd seine Gedanken zu zeigen. Bis er nach einem Moment wieder aufblickte. Sein Ausdruck neutral. Danke für alles. Ich bin sicher, die Dinge, die du mir gelehrt hast, werden uns alle drei voranbringen.
und diese Reise zu einer machen, in welcher wir siegen. Und anschließend kehre ich zurück. Als neues Mon. Als ganzes Mon. Flamme und Sol warteten bereits weiter am Höhleneingang. Nicht plant, den Abschied der beiden zu stören, während diese noch einmal in Stille verfielen. Ein letzter Satz war es, welcher noch fallen sollte, als sich Vulnona ihrem Schüler annäherte. Hör nicht auf das, was sie alle sagen, ja? Du bist besonders. Viel mehr, als sie es je sein werden. Der Moment war gekommen. Ein seltsamer, pulsierender Gegenstand schwebte am Ende des finsteren Tunnels und spendete der Umgebung Licht. Es war ein Gegenstand, welcher fremd und mächtig schien, gleichermaßen doch auch sehr bekannt. Zumindest für zwei der drei Anwesenden. Dies musste Lunalas Kern sein. Und auch eine Stimme, welche ertönte, bestätigte diese Vermutung. Willkommen! Ich warte schon seit einer Weile auf euch. Nun, ehrlicherweise auch nur auf zwei von euch. Doch wenn ihr noch Begleitung sucht, dann soll es so sein. Flamme soll Absol, bevor ihr weiterreist ins Zentrum des Übels, würde ich euch gerne selber gegenüberstehen. Also bitte ich euch, tretet ein. Ein leuchtendes Tor, inmitten in unbekannte Ferne, eröffnete sich direkt vor den dreien. Es gab keinen Grund für sie, die Forderung des Weltengeistes abzulehnen. Somit traten sie hindurch. Jener Ort, welchen sie erreichten, wirkte ebenso fremd bekannt wie noch der Kern des Weltenbaumes. Es war eine weite Plattform, mitten auf der Spitze eines Weltenbaumes. Und doch konnte Flamme in der Nähe jenen Weltenbaum sehen, auf dessen Spitze sie letztes Mal gestanden hatten. Willkommen! Ein Wesen schwebte an diesem Ort. Mächtig und finster. Eine Art Fledermaus, doch erfüllt von der Kraft des Weltalles. Oder genauer, der Kraft des Lunaren. Ich bin froh, hier antreffen zu können. Ich erfuhr gerade erst, dass Omega und ein Krieger in meine Welt geschickt hat, um euch zu stoppen. Doch ich sehe, ihr habt die Kraft, um mit solchen Hindernissen fertig zu werden. Nichts anderes würde ich erwarten von Kriegern ausgebildet im Forst und einem Schüler der Weisen wohl oder höchst selbst. Also, warum wolltest du noch mit uns reden, bevor wir weitergehen? Ich wollte euch einfach kennenlernen und sehen, was genau hinter euch steckt. Denn nun, lasst mich ehrlich mit euch sein. Selbst wir werden Geister zweifeln, ob ihr die richtige Wahl für diese Mission wart. Gleichfalls. Und? Schon ein Fazit? Sol schien aus der Bahn geworfen von der Reaktion seines Bruders. Genauso wie von Lunalas Aussage. Doch er sagte nichts dazu. Nein! Bis hierhin habt ihr eure Aufgabe aber erfüllt. Und das sehr gut. Doch euer nächster Schritt wird kein einfacher. Im Gegenteil. Jeder Ort, an den ich euch gleich bringen werde, ist der Weltenbaum des Sternenlichtes. Omegons höchst eigenes Reich. Doch leider nicht die dortige Wurzelwelt. Denn alle Verbindungen zu dieser scheinen gekappt. Stattdessen werde ich euch in eine Welt bringen, welche der Wurzelwelt sehr nahe ist. Und dadurch gefährlich. Selbst manche der Mon, welche damals im großen Krieg des ersten Menschen für Omegon kämpften, leben dort. Unter ihnen eine der mächtigsten. Omegons eigene Nachfahrin. Das Hoffnungs-Pokémon und das einzige Elementare aller Weltenbäume. Eevee. Eine Begegnung mit ihr wäre fatal und vermutlich unumgänglich. Eure Aufgabe wird es sein, einen Weg in die Wurzelwelt zu finden. Allerdings ist gut möglich, dass es gar keinen solchen gibt. Ist dies der Fall, reist weiter. Verlasst den Weltenbaum des Sternlichtes über einen Weltenkern im Wald, in welchem Eevee ihren Stamm führt. Weltenkern?
ein seltener Verbindungspunkt zwischen einer Nicht-Wurzelwelt und einem anderen Weltbaum. Leider bringt seine Zerstörung nichts, um Omegon zu schwächen. Ist für euch also nutzlos. Von dort reist ihr in den Weltenbaum des Sturmes. Dann in jenen der Schatten. Dort erfahrt ihr, wie es weitergeht. Und wie sollen wir uns gegenüber Omegons Anhängern verhalten? Ihr werdet es in der Situation selber herausfinden müssen. Doch leider befürchte ich, es wird große Schlachten geben. Denn Omega scheint sie über eure Ankunft informiert zu haben. Zumindest jene, die einst für ihn kämpften, werden wissen, dass Pokémon Kamdiaheim zerstören wollen. Ihr müsst es schaffen, sie von eurem Recht zu überzeugen oder sie zu stürzen. Neutral blickte Flamme zu seinen beiden Begleitern, welche mit einem Nicken erwiderten. Na dann, bring uns hin. Nun gut. Ein riesiges Portal öffnete sich inmitten dieser Ebene. Dann wünsche ich euch viel Glück. Doch seid euch bewusst, was jetzt beginnt, wird eine eurer größten Herausforderungen. Seid bereit, euch Legenden zu stellen, die Weltengeister stürzen können. Fortsetzung folgt. In Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Sage der Flamme 3. Stolz des Sternenlichtes. Beginnend Herbst 2023.